hier sind Leute. Das hier ist ein Ferienhaus in Katalonien, direkt am Meer. Der Traum eines jeden Europäers. Und diesen Traum erfüllen wir uns heute, indem wir eins besetzen. Warum machen wir das? Das kann ich euch ganz genau sagen. Aber als erstes muss ich hier raus, weil auf der anderen Seite des Gebäudes die Leute arbeiten. Katalonien ist eine autonome Region in Spanien, in der es eine Bewegung gibt, die sich die Ocupas nennt. 2008 hat die Finanzkrise Spanien so hart erwischt, dass viele Leute ihre Wohnungen und Häuser verloren haben. Die Banken haben diese aufgekauft und viele landeten auf der Straße und waren dazu gezwungen, in diese Wohnungen, Häuser einzubrechen. Interessanterweise ist in Spanien die Gesetzeslage so, dass man diese Besetzer nicht einfach so rausschmeißen kann. Wir befinden uns in dem kleinen süßen Dörfchen Altafulla und es gibt hier überall kleine, freie Ferienhäuser und Ferienwohnungen. Und wir müssen mal rumschauen, wo wir hier etwas finden, wo man rein könnte. Ich muss zugeben, dass ich keine Ahnung habe, was ich eigentlich mache. Aber man sieht hier überall Schilder, dass das leere Ferienwohnungen sind. Und fast jede Ferienwohnung oder jedes Ferienhaus hat so ein Alarmschild davor. Weil das Einbrechen hier so gang und gäbe ist. Und wenn man in so ein Haus einsteigt, dann kommt es rechtlich gesehen auf die ersten 48 Stunden drauf an, dass man da nicht erwischt wird. Hat man die 48 Stunden überwunden, dann soll es viel schwerer sein, rausgeschmissen zu werden. Hier wieder so ein Alarmschild. Noch ein Alarmschild. Alarmschild. Und diese ganzen leeren Häuser gehören entweder Banken oder diesen Ferienunternehmen hier. Hier haben wir einen Immobilienmakler, der die Häuser ausstellt. Diese Häuser sind garantiert immer mit Alarmanlagen gesichert. Zudem gibt es tatsächlich Leute, die ihre Ferienhäuser nur auf den Markt stellen, damit die Immobilienmakler regelmäßig vorbeikommen, damit das Haus nicht so leer steht. Das muss man sich mal vorstellen. Also so eine Wohnung oder so ein Haus vom Immobilienmakler kommt nicht in Frage. Aber das ist interessant. Guck mal. Hier steht kein Name drauf. Was das ist, weiß ich nicht. Da alles ist so aufgeräumt und so leer. Und hier ist alles komplett dicht. Da ist ein Zeichen von einer Alarmanlage. Also dieses Häuschen markiere ich mir schon mal. Geil. Erstes Häuschen gefunden. Oder das hier, das wäre der absolute Oberknaller, aber ist leider nicht möglich, weil man sieht da schon, das Tor da vorne ist offen, da laufen die ganze Zeit irgendwelche Gärtner herum. Und wenn die einen sehen, dann rufen die sofort die Polizei und dann wird man direkt rausgeschmissen. Man muss die ersten 48 Stunden unbemerkt drinnen bleiben. Erst dann wird man lustigerweise vom spanischen Gesetz geschützt, obwohl man ein Eindringling ist. Die dürfen mir noch nicht mal Wasser oder Strom abstellen, wenn ich da drin als Besetzer lebe. Das muss man sich mal vorstellen. Aber das hier wird ganz bestimmt nichts. Altafulla ist auch ziemlich voll. Wir laufen jetzt zur nächsten Siedlung. Die ist ungefähr 2-3 Kilometer entfernt. Bleibst du hier, ne? Dann hole ich dich später ab. Wir müssen erstmal heute richtig viele Kilometer machen, um mehrere Gebäude abzuchecken. Das heißt, weiter geht's zur nächsten Siedlung. Die ist da hinter dem Berg um die Ecke. Guckt euch diese Klippen an. Wahnsinn, ne? Hier ein Ferienhaus zu haben. Was wir aber auch wieder für einen Scheiß vorhaben, versuchen hier in Katalonien in irgendeine Bude reinzukommen. Aber ich bin mir sicher, das ist leicht, weil diese Squatter, diese Occupa-Bewegung, die ist hier richtig verbreitet. Was ist denn? Wow! Holy shit, das geht aber weit runter. Das Meer geht hier drunter einfach dorthin und... Ach du Kacke. Junge, Junge, Junge. Oh, Alter, ey. So eine Suche nach einem Haus ist echt gefährlich. Hier, das Gestein ist auch interessant. Das sieht aus wie Sediment. Ne, das ist so eine Metamorphose. Und das hier sieht aus wie so ein Magmagestein, oder wie die heißen. Dieses Sedimentgestein, seht ihr, ist das komplett bröckelig. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da viele von der Klippe stürzen. Was man nicht alles so für sein Traumhaus tut. Hier scheint auch irgend so eine Ferienwohnung zu sein. Schauen wir da mal rein. Da hängt ein Handtuch. Ne, das ist bewohnt. Alarmanlage, Alarmanlage. Ja, ich glaube, solche Minecraft-Häuser hier direkt am Wasser können wir komplett vergessen. Die Leute müssen aber auch ultra steinreich sein, die hier ein Haus gesetzt haben. Gehen wir lieber zur besagten Siedlung weiter. So, das ist es. La Mora. Hier gibt's garantiert viele Ferienhäuser. Ja, da sieht man schon ganz viele Apartments. Mal gucken, was für Sicherheitsvorkehrungen die haben. Ob da irgendwelche Buden vielleicht offen sind. Oder vielleicht können wir vortäuschen, wir würden dazugehören. Oder? Es ist auf jeden Fall hier unheimlich schön. So, Alarmanlage. Da sind welche drin, da sind welche drin. Da wird umgebaut, das können wir auch nicht machen.
Die reichen Minecraft-Häuser, die ich angesprochen habe, das sind sie von der Straßenseite. Guck mal, wie abgeschottet das alles ist. Hätte ich nicht gedacht. Da vorne ist eine Kamera, die offensichtlich die Straße filmt. Das wäre in Deutschland illegal. Da oben haben wir wieder so ein Alarmschild. Hier ist jemand drin, der hat gerade eine Tür geknallt. Da sind Bedienstete, die irgendwas sauber machen. Nur eine Putzfrau, die hier ist. Ansonsten ist alles dicht. Nur Arbeiter da, aber keine Bewohner. Hier können wir es komplett vergessen. Ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass wir Leute anquatschen. Wir brauchen offensichtlich Hilfe dabei. Lana hat einen Typen kennengelernt, der in seinem Van lebt. Wahrscheinlich sind ihm die Wohnungen auch zu teuer. Den werden wir mal anquatschen. Und dann schauen wir mal weiter. Ich Vollidiot hab mal wieder gedacht, es wäre total leicht. Hallo. Hallo. Er war total kacke da hinten, nur so Bonzenbuden und sowas. Ja. Du hast doch noch Paolo. Du hast doch Pablo kennengelernt, ne? Ja. Meinst du, das noch da? Ich will gleich gucken gehen. Warst du schon in der Höhle da hinten? Nee, ich wollte jetzt gehen. Okay, gehen wir Pablo suchen. Sie. Das ist er. Ich dachte, der... Ist das sein Roller? Der hat ja einen Hund. Pablo! Hola! Hola! Okay. Ja, da wird er erstmal rumfragen. Also, was für ein Charakter, Alter. Junge, ey. Uff. Hab ich schon gesagt. Was mich weggehämmert hat, war, du gehst rein, du bestellst dir als erstes eine Pizza und du behältst die Rechnung als Nachweis für die Polizei, dass wenn du dann 2 Tage drin warst, die 48 Stunden, dass du halt 48 Stunden drin warst. So läuft das. Das konnte ich online niemals finden. Das steht online nirgendwo, dass man das so machen muss. Ich habe jetzt extra nicht gefilmt, weil ich nehme an, wir werden noch sowieso viel mit ihm machen müssen. Und ihr werdet ihn richtig kennenlernen. Alter, ist der geil. Habe ich genau die richtige Person getroffen. Ja, wieder, ne? Absolut, absolut. Ja, Maktub, ne? Maktub. Jetzt geht's los, aber ich habe auch ein bisschen Angst. Gehen wir zum Van, erstmal was essen, ne? Ich habe auch noch Bargeld dabei. So, Tachchen. Ist der nächste Tag. Pablo hat schon geschrieben. Und zwar hat er schon eine Stelle gefunden. Was gucken wir uns dann heute an? Wir haben ihn heute Abend zum Essen eingeladen. Was? Es gibt Fisch. Fisch. Heute kommen wir einen Riesenschritt vorwärts. Boquerones waren noch Brötchen, ne? Nee, Bocadillos. Bocadillos, Gott, Alter, ich werde diese Kacke nie lernen. Fürchterlich. Und der sollte hier an der Ecke sein. Das ist ein Fischladen, den uns Pablo empfohlen hat. Der hier? Jawohl, das muss er sein. Hola. Hola. Yes. I will do it. I really want to do this too. Yeah. I would suggest that we go and discuss it. Please. Okay, jetzt geht's zum Häuschen, das er rausgesucht hat. Da ist er, der Pablo. Ein bisschen verrückt, aber richtig dufte. Bar culture is so good in Germany. It's so boring. Yeah, so it's just beer, right? Yeah, it's just expensive beer. The Mediterranean feeling, I think, it's so good. Yeah, I used to love. I mean, I have here. You saw it yet? Yeah, that's the brand of the beer here. So I used to be German. I used to be German, you know. But now I'm understanding the Mediterranean feeling. When. Ah, she will remember you. Yeah. Borboleta. Borboleta. What did you say? The name of my cat. Borboleta. Yeah. I once heard that if you ever lose your cat, you can talk with the duck, with the cats in the district, and they are going to tell the cat to come back home. I fucking love it. One is going to be mine. Or so one, let's make it with a coin. 1 yours and 1 mine. Yeah. I will bring them my friend architect. So he's going to tell us how much weight we can put and all that stuff. Yeah. Look it from the inside. I wait you inside. Der Typ ist total verrückt, ey. Down here it's amazing. It's amazing, no one sees you here. Yeah. That can be the artist's place, you know, yes. To make art here. Yes, it's and this building is here since 15 years?
15 years, at least. Yeah, amazing. I saw it, 15. Let's get up. Yeah. Right. Okay, now we were with the outsides for the police and that stuff. Wow, man. Okay, like. But look, the buildings are closed, so there's no one here. Yeah. This building, they can see us. Yeah, don't worry. Yeah, don't worry. I think it's better to come by night, so. Yeah, they can easily see us. This is amazing. Yeah, man, we only have to build walls. Yeah. And that's all right. And the floor, it's all slowly, life will bring us, I'm sure. Yeah. We have a deal, man. Good. Amazing. I'm very excited about this. Wait, if the police comes, we are homosexual matrimony. Okay. We are here spending the abuse. Yeah. Okay. You're not able to say anything because they are homosexuals at the end. It's happening! Oh my god, we can. Can you see? Look. Yeah, we can view soccer all day long. This is a German in me, I want to see what? Soccer. And child soccer, which is better because they play pure. That can be a fucking huge community if we do it well, you know? Yeah. We, like in Berlin, they put tents yes. and hot tents and things like that. Yeah. Mira. Yeah. Goosebumps. Goosebumps. What do we have to do now? Yesterday you said you have to order a pizza so you can prove that you... Yeah, but this place is as it is, you know? It's more difficult to come out with a lot of material and build it and say, well, I'm here. Maybe the easy way is to come with a tent. But I don't know really. Till here I arrive, I will talk with my friends. Yeah. I will say them, it's the skeleton, it's abandoned and all that stuff. And probably the first of all, will be know from who is this. Yeah, we can ask. Asking is free. You can go there and ask. Yeah, we have to investigate. Investigate, yeah. And life is bringing me joy. Like, I thought life was gonna leave me alone all my life because I was weird and all that stuff. But I was weird because I was, you know? And life is bringing me people, man. Bigger as I dreamed. Life is with us in this project, I'm fucking sure, man. I wanna cry. I want down at the floor in the dark room. I want to look around a little bit. If people come here, like drug addicts, if we find some. No, it's all tough way, I tell you that, no. Yeah? Sure, no. Yeah, do you want go. To meditate? 5 minutes? Yeah, five you minutes. Okay. Meditation, 5 minutes. Need dancing with the building. Oh. Ich werde zu alt für den Scheiß. This is for parking here? The fence is okay. Yeah, this is for parking. Yes? And it's white. Yes, this is for parking. This is amazing. Imagine that full of forest traveler people, man. Typ ist ein Phänomen, ey. Der kennt hier jeden einzelnen Menschen. Das ist unglaublich. Thank you. Alright. Bye. See you tomorrow, man. See you. Der Typ, Alter. Der ist ja der Oberknaller. Ich war mir echt unsicher bei ihm am Anfang. Aber der ist so lustig. Ich konnte die Kamera einfach nicht aushalten. Der hat die ganze Zeit nur Scheiße gemacht. Übrigens haben wir jetzt einen Hund für 24 Stunden. Wir sind an einem Restaurant vorbeigegangen, ne? Das war direkt hier vorne. Da ist ein Tisch mit Essen drauf. Keiner da. Er geht, bleibt stehen, nimmt sich einfach so zwei Baguettes, weißt du, und geht weiter. Hier, willst du ein Baguette? Und ich sagte so, Alter, hast du mal Aladdin gesehen? Und der ich so, ja, ja. Ich wollte es gerade sagen. Der ist wie Aladdin. Weil ich habe mir heute auch gedacht, so, er sieht irgendwie aus wie Aladdin. Der ist wie fucking Aladdin, der Typ. Okay, zum Haus selber. Die Umgebung ist halt echt komplett frei. Seit 15 Jahren steht das Haus da in Rohbau. Das ist sowieso hässlich, weißt du? Wenn wir da was rumbauen. Jetzt momentan haben wir nur den Plan, dass wir Materialien suchen. Und das dort irgendwo verstecken dort. Und dann in einer Nacht, bumm, einfach eine Butze da hinsetzen. Wir haben auch schon über, so über Zelte gesprochen und so. Aber auffällig eigentlich. Ein Zelt, ja, ist schon auffällig. Ja, ist halt immer die Frage, was die Nachbarn dann sagen. Ne? Aber wenn wir was dahin bauen, das wird wahrscheinlich sehr zusammengeschustert aussehen. Aber du kennst mein Wohnmobil. Also. Das Doofe ist halt nur, eigentlich hatten wir gedacht, wir nehmen irgendwie, belagern so ein Ferienhaus. Ja. So eine Ferienwohnung, aber das ist schon mal der erste Schritt. Aber ich das hört sich ja viel geiler an irgendwie. Ja.
Aber ich würde schon gerne so ein Ferienhaus hier in Katalonien. So, das heißt, wir machen das erstmal. Gucken wir immer wieder, ob irgendwie wo was ist, wo man da für 2 Tage rein könnte oder sowas, weißt du? Wir haben jetzt schon überlegt, ob wir da eine Pizza hinbestellen. Mhm. Und da sagte er, nee, beim Selbstausbau in einem Rohbau macht man das eher nicht so, sondern eher, wenn du eine Ferienwohnung von jemand anders besetzt. Ja. Er fragt seine Kollegen, was wir dann als erstes machen müssen. Mhm. Und dann geht's los, dann bauen wir eine Butze. Okay, also dann morgen gehen wir mal bei Tageslicht hin. Man kann sich ja umschauen, ob es hier irgendwo, weiß nicht, wo man Materialien herbekommt und so ein Zeug. Oder? Das war die alte Fuller-Gang. Er ist selber morgen in Barcelona für einen Tag, deswegen haben wir sie hier dabei. Und ja, morgen ist Samstag, ne? Ja, Sonntag schneide ich dann schon das Video. Ja, mal gucken, ob wir morgen noch irgendwas schaffen. Ja, gehen wir zurück, ne? Ja. Oh ja. Wir müssen irgendwo Baumaterial hinbekommen. Oh, hier gibt es einen Baumarkt in der Nähe, das ist schon mal gut. Aber alles in bequemer Autonähe. Das ist schon mal sehr gut. Aber ich halte es ein bisschen unsinnig, da direkt Geld auszugeben. Deswegen latschen wir erstmal ein bisschen herum und schauen, ob wir irgendwo was finden können. Der Pablo wollte ja direkt alles mit Stein und Glas ausbauen. Ich werde heute mal vorschlagen, dass wir erstmal mit gefundenem Holz anfangen. Ich meine, so kriegen wir auch nicht unsere Traumferienwohnung zusammen, aber das ist schon mal der erste Schritt. Das bedeutet, ich schaue jetzt nach Sachen wie Schuttcontainer oder... Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich habe mal wieder keine Ahnung, was ich hier mache. Aber irgendwie wird da immer ein Schuh draus. Oh, da hinten ist ein Schild. Da hinten ist ein Bauschild. Und Minecraft-Haus, 750 Meter rechts. Nee, ist nicht aufzufinden. Das ist aber auch komplex hier. Guckt euch das mal an. Total verrückt. Oder Mülleimer sind auch mega interessant. Die haben hier immer so riesen Container, da kann man immer wieder reinschauen. Ja, Mann, ey. Gibt's schon Baumaterial drin? Wenn man dann irgendwo noch so eine Baustelle in der Nähe hat, dann findet man da bestimmt einige Sachen. Hier in diesem Stil will Pablo die Mauern bauen. Ich finde die Steine persönlich mega geil. Aber wenn ich mir das so angucke, hier jeden Stein da hochzuschleppen, das wird echt ziemlich hart, glaube ich. Naja, da werden wir heute mal drüber sprechen müssen. Das sieht doch interessant aus. Hier haben wir so alte Paletten. Könnte man mal fragen, ob die überhaben, ob wir die nehmen könnten. Lana und ich haben ja immer noch ganz viel Schrauben und Nägel von ihrem Van-Ausbau über. Institut d'Altafulla. Ah, das wird wohl eine Schule sein. Heute ist Samstag, ist natürlich zu. Können wir Montag zum Beispiel mal nachfragen. Oder? Habla inglés? Yes, I do, yeah. Do you know what this building is? So, because it's empty, do they build something there? Yeah, like years ago before the Spanish building crisis, they started building, but then they lost all the money, so they stopped building. So now it's just... So it's just standing there? Now it's just... So no plans, okay. There's no plans, it's just open land. I think there's like 20 cat families living in this little thing. Yeah, okay. There's cats everywhere, but that's it. Oh, okay, that's a shame. But I think they're selling the whole thing. Oh, yeah, okay. Mm. So, yeah. When was the 2008. Crisis? 2008. 2000, yeah, okay, yes, the financial crisis. Yeah. All right. Years and years and years. Yeah, okay, I remember that. Alright, thanks man. You're welcome. Yeah. Bye. Bye. 2008, das ist jetzt 16 Jahre her. Hat irgendwie ein bisschen was Symbolisches, ne? Mit der Finanzkrise, wo Okupas angefangen hat. Genau damit zusammen ist dieses Gebäude als Rohbau stehen geblieben. Ohoho, Mülleimer und Baukran. So langsam komme ich mir aber vor wie in dem Video. Obdachlos in Barcelona. So, da wären wir. Wenn die hier so einen Container anliefern und das wegwerfen, das wäre der Oberknaller. Sieht aus wie so eine Fuschbaustelle. Ja, aber hier in der Altstadt werden wir nichts finden. Wir gehen ein bisschen weiter außerhalb. Aber merkt ihr, wie hier gerade Siesta ist? Ich habe das am Anfang so gehasst, aber mittlerweile ist das mega geil. Schaut mal, was mir in den Schoß gefallen ist. Das sieht ja auch mega interessant aus. Man hat eine geile Aussicht aufs Meer und es ist komplett verlassen. Es ist etwas heruntergekommen, gebe ich zu. Guck mal, hier ist doch ein Schaltkasten. Naja, die Sicherungen sind draußen. Die Leitungen sehen aber irgendwie noch gut aus, muss ich sagen. Das muss ich mir mal nachts anschauen. Guck mal, die Tür ist doch nicht verrammelt. Die kann man aufmachen. Tagsüber werde ich da natürlich nicht reingehen. Ich werde schon beobachtet hier. Aber guckt euch das mal an. So ein paar Planen, da oben die Bretter von dem Fenster abhauen. Hier haben wir schön Polizeiverbot-Dings-Band. Ich finde das
bisher das Beste. Da wird garantiert keiner reinkommen. Von innen können wir die Bretter zumachen. Der Inhaber interessiert sich offensichtlich nicht dafür. Mal gucken, was Pablo dazu sagt. Weiter geht's. Das Problem ist auch, dass gerade die Saison angefangen hat und die ganzen Urlauber kommen. Es müsste doch eigentlich eine Karte geben oder eine Datenbank, wo alle Häuser, die pleite gegangen sind, aufgelistet sind. Ich tapp echt im Dunkeln herum. Ruine. Oh. Boah. Boah. Das reißt echt an. Das ist kurz vorm Einstürzen. Das ist nicht so schlau, was ich hier mache. Nee, keine Baustellen, kein Müll, keine Wohnung. Wisst ihr noch übrigens, wo ich das Video angefangen habe? Jetzt sind hier Leute drin. Das ist auf jeden Fall die falsche Ecke. Da gibt es gar nichts zu holen. Da müssen wir auf heute Abend warten. Dann treffen wir auf Pablo. Mit denen werden wir erstmal die Plattenbaupläne weiterschmieden. Und ich will auf jeden Fall mit Pablo heute Abend in diesen Ruinenbau rein. Mal gucken, was der dazu sagt. Und ich bin sehr gespannt, wie das von innen aussieht. Boah, Leute, was passiert? Ey? Vor 3 Tagen war auch alles leer. Aber gut, dass wir jetzt nicht in so einem Ferienhaus sitzen. Wir wären ja noch keine 2 Tage drin und die würden uns hochkant rausschmeißen. Ja, hallo, Frieda. Hallo, Frieda. Hallo. Hi. 2008, you had the financial crisis in Spain. And this is when the owners lost it, but no one buys it. If it's from the city, we have to still squat it, yes, and then ask. And if they leave us, so yeah, they, and if not, we keep on going. We're something... not gonna give them money, you know. No. We're gonna. But we're it is gonna very. Not give them tourists. We are is... hating about. Yes, it. I know. Yeah. But no company wants to buy a half-built house. It's very expensive to tear it down, yeah, or to continue. But this something like that happened in Barcelona. Yeah? There was a squat place where they make circus and all that, and finally the court, the government from Barcelona give them the space. Yeah, okay. Like you work so hard on it, yeah, so now it's ours. Sounds something good. Like that. This yeah. sounds really good. Yes, I have goosebumps now. Okay. I saw the architect today, my friend. Yeah. Yeah. And what does he he's say? He's really into it. Yes. Yeah. It's amazing. He shows it's that amazing. He's not gonna get dirt in the hands for the squatting. He yeah. don't know it. Yeah, he doesn't and, know. Yeah, and he okay. makes the plans for us. Because this is one thing, when you build a house, you need someone who knows how to do this. It can yeah. be dangerous. And also I saw my best friend family. They support that to collect material. Don't yeah. buy anything. We have That's to amazing. collect That's and collect. Yeah. As in the video games, we collect. Today I walked around. Yeah. I saw a lot of wood. Yeah, and we put. Yeah, no, wood. Not compact, but well put. And Yeah. Wood, and this is the first. We can make walls out of wood, it. Yes. We are here. Yeah. If you walk here, yeah. here, it's. I think it's right here. Let's walk there and take a look. Yeah, after because the cigarette, yeah. Okay. There is like police don't trespass, yeah. no trespassing and stuff like this. Yeah. Let's take a look. The police also. Yeah, but I think so. I don't give a shit, so I would yeah, go yeah. in there. No, for that, yeah, really. Yeah, I think you already see this on the corner. That's not from a rich man and not even of the court from a family. You think? Yeah. So it's not a good idea? See, the door is a little bit open and there is another door up there. But you will jump today. Here, yeah, come look at this one. I go inside here and just look everywhere. Okay, again. Yeah, there's ganz viele Leute da drin, ne? Licht drin. Das ist alles dicht gemacht hier. Ah, hier ist ein Schloss vor. Aber von innen sieht das gut aus. We have to leave, we can't, it's closed. Really? Yeah, it's closed, it's a chain. Hm? It's open. Ich geh rein. Ne? Mach das Licht aus, versteck dich. Okay. Das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. Es gibt hier keine Fahrt.
Ach, der Zugang ist schon mal scheiße, ey. Boah. Das nehme ich mir mit, das ist ein cooles Andenken. Nee, es gibt kein Treppenhaus. Es hat alles zugenagelt, komplett. Okay, ich komme runter, das wird interessant, ey. Wird mich bestimmt maulen. Die Polizeiwache ist hier wortwörtlich um die Ecke. Das Fenster lasse ich mal offen, lass uns mal lüften, ey. Ja, vielleicht ist das wegen Secrets. Er hat gesagt, da kommt jemand. Gut. Junge, Alter. Oh. So, it's all closed off. They have no stairs. It smells a little bit, but it looks good. There is a sign from the police. There is a sign from the inside, yeah. But what says? I don't know. It's Spanish. I don't speak Spanish. Policia. Really? No, no. But there are no stairs, so the only way to get in is this window. Now we don't have one, but two options. Two options, yes. Thank you for coming. Yeah. I really wanted to check this one out. You're welcome. But we should ask neighbors if to they the neighbors, know what to happened. The neighbors. It's better to speak Catalan in this. Hola. Una esa es la casa que estáis preguntando. La primera que gira la es que no vivo. ¿De una persona? Es propiedad privada. Todo lo que hay aquí es propiedad privada. Del pueblo, ¿verdad? Sí. Y ahora estoy intentando abrir algo. ¿Abrir algo? Sí, sí. Vamos a hacer un... Vamos a hacer un... Eso tiene que ser otro enorme. Día. No me jodas. Este es polaco, es constructor. Es polaco, es constructor. O construye. Claro. Construye más aquí. No, pero el pobre ha vivido toda la vida en Alemania, no sabe que sabe construir. I don't understand anything. I understand Japanese, try. I don't know Japanese, but I understand it. Va a cerrarlo todavía. Que tú vienes a joder. Claro, pero a joderlo todo, vamos. She's saying that it's a, there's a building, a bank property, in the where you buy the fish. Oh, yeah. In that square. Ah, huh? We can enter there for, o sea, now if we want, eh? Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Por aquí. Que os vaya bien, ¿eh? De verdad, y no os metéis en líos. What did you want a talking? Funny thing? Funny? Yeah. Yes, it gave us funny. Oh my God. I think farts are something like, o sea, humor is what life gives us to get joy of things that doesn't have joy, you know? And fart is the physical thing. That's so philosophical, you know, like... And the people who you fart and makes... The fart... The fart is yours to create. Live your life with farts. Out of farts. So, see you. Okay. Bye. Yeah, bye. Sleep well. So, meine Lieben, es ist jetzt 2-3 Tage später, das sieht man an meinem Bart. Wir sind nur noch mit Holzsammeln beschäftigt, weil wir das Rohbau von dem Pablo ausbauen wollen. Aber wir haben insgesamt 4 Optionen und zwar können wir einerseits das Haus vom Anfang nehmen. Dann wiederum haben wir natürlich Rohbau von Pablo. Dann haben wir noch ein, what the fuck, ey, Ruine, in der wir jetzt drin waren, was wir zuletzt gesehen haben. Und zu guter Letzt haben wir noch die Wohnung von der Frau, die das da am Fischgeschäft da ist. Okay, aber erstmal seid ihr dran. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir brauchen alles. Das nächste Video kommt dann nächste Woche. Wir sind jetzt erstmal mit Materialsammeln beschäftigt und ich muss das Video rausbringen. Deswegen, hola, ich hab euch lieb, Schokohäschen. Wir sehen uns unterwegs.